Mach dir keine Sorgen, Archie. Sie können uns nicht mehr wehtun. Stopp! Archie, sitz! Es scheint, dass ich am Ende bin. Aber lasst mich am Anfang beginnen. Mein Name ist Sarah und bis ich 15 war, bin ich nie zur Schule gegangen. Es ist vielleicht schwer zu glauben, ich weiß, aber ich habe eine ziemlich einzigartige Familie. Meine Eltern waren Zoologen und sie haben wilde Tiere in der Antarktis studiert. Soweit ich mich erinnern kann, war ich also immer von endlosem Schnee umgeben. Lemminge und Robben waren meine Freunde geworden und meine Mutter und mein Vater waren meine Lehrer, die mich in ihrer Freizeit unterrichteten. Es mag für einige seltsam erscheinen, aber ich hatte mich über die Jahre daran gewöhnt. So konnte ich mir nicht einmal vorstellen, wie sehr sich mein Leben in nur ein paar Monaten verändern würde, während ich am schneebedeckten Strand entlang lief. Wie sich herausstellte, hatten meine Eltern Angebote für neue, besser bezahlte Jobs bekommen. Und wir würden in eine große Stadt ziehen. Oh, ich könnte endlich auf eine normale Schule gehen, genau wie alle anderen Kinder. Natürlich war ich furchtbar aufgeregt. Als ich im Flugzeug saß, träumte ich davon, eine Gruppe zu finden, mit der ich abhängen konnte, eine beste Freundin, vielleicht sogar ein Freund. Aber meine Hoffnungen, sagen wir mal, die wurden nicht erfüllt. Ich wusste, dass etwas nicht stimmte, sobald ich die Schule betrat. Andere Kinder schauten mich schräg an, einige zeigten sogar mit dem Finger auf mich. Ich hörte Spott von allen Seiten. Sie nannten mich einen Rotschopf, sagten, ich sei zu groß. Und das Unangenehmste war, dass jemand herausgefunden hatte, dass ich noch nie eine Schule besucht hatte. Also fingen sie an, mich zu allem Überfluss auch noch eine Analphabetin zu nennen. So ging es Tag für Tag. In den Mittagpausen war ich allein. Im Klassenzimmer wollte niemand neben mir sitzen. Es war fast unmöglich, einen Partner für irgendwelche wissenschaftlichen Projekte zu finden. Ich kam jeden Tag weinend nach Hause und konnte nicht verstehen, warum mich alle so sehr hassten. Das Seltsamste war, dass ich nicht das einzige schwarze Schaf in der Schule war. In der Parallelklasse gab es einen blinden Jungen, der immer mit einem Stock durch die Gänge lief. Trotzdem behandelten ihn alle gut. Ich sah ihn sogar mit den beliebten Jungs rumhängen. Warum wollte mich niemand dabei haben? So konnte es nicht mehr weitergehen. Ich dachte, ich würde vor Einsamkeit verrückt werden. Also beschloss ich, mich abzulenken und meldete mich als Freiwillige in einem örtlichen Hundeheim. Die Tiere, die auf neue Besitzer warteten, brauchten schließlich Liebe und Fürsorge. Also eilte ich jeden Tag nach dem Unterricht zu meinen Lieblingshunden. Ich säuberte ihre Käfige, füllte ihre Näpfe mit Futter, ging mit ihnen spazieren, bürstete sie und half dabei, sie zu waschen. Ihre treuen Augen und kalten, nassen Nasen halfen mir, mich zu beruhigen. Mehr als das, ich konnte mit ihnen reden und das hatte mir in letzter Zeit wirklich gefehlt. Ich behandelte sie alle gleich, aber alles änderte sich buchstäblich an einem Tag. Zwei unglaublich schöne Dobermänner wurden ins Tierheim gebracht. Aber sie waren die gemeinsten Hunde, die ich je gesehen hatte. Argo und Archie, wie wir sie nannten, knurrten ständig, bellten und griffen jeden an, der an ihren Käfig herankam. Die anderen Mitarbeiter des Tierheims hatten Angst, sich ihnen auch nur zu nähern. Tja, und ich beschloss, mich um jeden Preis mit ihnen anzufreunden. Deshalb fing ich an, meine Zeit mit ihnen zu verbringen. Zu dieser Zeit waren die Dinge in der Schule schon ziemlich schrecklich. Also blieb ich bis spät in die Nacht im Tierheim, saß neben Argo und Archies Käfig, redete mit ihnen und las ihnen sogar laut Bücher vor. Im Laufe der Wochen gewöhnten sich die Hunde langsam an mich. Zuerst hörten sie auf zu knurren, wenn ich näher kam. Dann fingen sie an, zur Begrüßung mit dem Schwanz zu wedeln. Schließlich war ich die einzige Person, die den Käfig von Argo und Archie betreten durfte. Die Hunde versuchten immer wieder, alle anderen anzugreifen, aber sie waren glücklich, mit mir spazieren zu gehen und zu spielen. Ich fühlte mich nicht mehr so allein. Jetzt hatte ich das Gefühl, zwei beste und treueste Freunde zu haben. Als ich eines Tages ins Tierheim kam und ihren Käfig leer vorfand, fühlte ich mich wie der unglücklichste Mensch auf diesem Planeten. Ich rannte los, um im ganzen Gebäude nach den Hunden zu suchen, fragte die anderen Angestellten des Tierheims, aber sie blieben alle nur geheimnisvoll still, als Antwort auf meine Fragen. Ich wusste nicht, was ich denken sollte. Waren sie von neuen Besitzern mit nach Hause genommen worden? Ich hatte keine Lust, mich um weitere Tiere zu kümmern, also beschloss ich, direkt nach Hause zu gehen. Ich hatte bereits die Bushaltestelle erreicht, als ich mich plötzlich aus irgendeinem Grund umdrehte und mir das Tierheimgebäude anschaute. Und ihr werdet nicht glauben, was ich sah. Archie schaute mich aus dem Fenster einer der Tierarztpraxen an. Da war so viel Traurigkeit in seinen Augen, dass ich sofort begriff, was los war.
Ich rannte zurück zum Tierheim schneller, als ich in meinem ganzen Leben gerannt war. Es gab nur einen Gedanken, der mir durch den Kopf ging. Ich musste es rechtzeitig schaffen. Ich stürmte keinen Moment zu früh in das Tierarztzimmer. Ein Tierarzt beugte sich mit einer Spritze über einen der Hunde. Es stellte sich heraus, dass die Besitzer des Tierheims beschlossen hatten, die Dobermänner einzuschläfern, da sie der Meinung waren, dass solch bösartigen Hunde keine neuen Besitzer finden würden. Sie hatten beschlossen, mir nichts zu sagen, um mich nicht wieder aufzuregen. Ich hatte nie mit meinen Eltern über die Möglichkeit gesprochen, einen Hund zu adoptieren, aber in diesem Moment hatte ich keine andere Wahl. Ich konnte meine geliebten Hunde einfach nicht sterben lassen. Also entschied ich mich, sie nach Hause zu nehmen. Ich fand einen Moment, als meine Eltern bei der Arbeit waren und brachte Argo und Archie in mein Zimmer. Ich machte mir Sorgen, dass meine Mutter und mein Vater mir nicht erlauben würden, die Hunde zu behalten, also beschloss ich, sie für eine Weile zu verstecken. Um ehrlich zu sein, war es schwieriger, als ich dachte. Wenn die Hunde bellten, habe ich gelogen und gesagt, dass es eine Benachrichtigung auf meinem Handy war. Ich brachte heimlich Essensreste in mein Zimmer, um die Dobermänner zu füttern, was dazu führte, dass meine Eltern mich seltsam ansahen. Ich musste nachts mit Argo und Archie Gassi gehen, sodass ich morgens wie ein blasser Zombie auf Schlafentzug aussah. Aber wisst ihr, es hat sich gelohnt. Ich dachte, dass mein Leben anfängt besser zu werden, aber ich war für einen weiteren Schock bereit. Ich kam eines Tages früh von der Schule nach Hause, ging in mein Zimmer und Argo und Archie waren verschwunden. Ihr könnt euch gar nicht vorstellen, wie besorgt ich war. Ich war mir sicher, dass meine Eltern die Hunde gefunden und sie ins Tierheim gebracht hatten. Das konnten sie doch nicht tun. Die Zeit verging wie im Flug, als plötzlich die Haustür aufging und ich meine Mutter und meinen Vater hereinkommen sah. Sie hatten Argo und Archie an der Leine und die Hunde waren völlig ruhig. Es stellte sich heraus, dass meine Eltern meinen Betrug schon längst entdeckt hatten. Sie hatten nur darauf gewartet, dass ich ihnen alles erzählte und hatten sich in der Zwischenzeit mit den Hunden angefreundet und es sogar geschafft, sich an sie zu gewöhnen. Die Erfahrung, mit wilden Tieren zu arbeiten, hatte ihnen geholfen. Ich hatte endlich das Gefühl, dass es besser lief. In die Schule zu gehen war immer noch schrecklich, aber Archie und Argo warteten zu Hause auf mich und uns war nie langweilig. Natürlich vermissten mich die Hunde schrecklich, während ich nicht in der Schule war. Also beschloss ich eines Tages, sie mitzunehmen. Oh, wenn ich nur gewusst hätte, wozu das führen würde. Ich nahm meine Hunde an die kurze Leine, aber es war immer noch unglaublich schwierig, sie in der Schule zu führen. Jedes Mal, wenn einer meiner Klassenkameraden versuchte, etwas Beleidigendes in meine Richtung zu schreien, stürzten sich die Dobermänner in ihre Richtung. Sie bellten und knurrten und sahen so bedrohlich aus, dass nach der ersten Stunde alle anfingen, mir aus dem Weg zu gehen. Und wisst ihr? Ich habe das wirklich geliebt. Sobald ich den Gang betrat, machten die Leute sofort Platz, um mich durchzulassen. Keiner wagte es, ein Wort in meine Richtung zu sagen, sodass es der ruhigste Tag war, den ich je in der Schule verbracht hatte. Am nächsten Tag nahm ich die Hunde wieder mit. Mit der Zeit wurden sie zu meinen ständigen Begleitern. Ich hatte mich noch nie so sicher und geborgen gefühlt. Ich ging hoch erhobenen Hauptes durch die Gänge, weil absolut jeder in der Schule Angst vor mir hatte. Doch mein Glück währte nicht lange. Früher fühlte ich mich einsam, weil ich gemobbt wurde. Jetzt war ich einsam, weil ich gefürchtet wurde. Irgendwann merkte ich, dass ich es nicht mehr aushalten konnte. Ich brauchte so dringend Freunde, dass selbst Archie und Argo mich nicht aufmuntern konnten. Ich kämpfte mit den Tränen und nahm mein Handy in die Hand, um meiner Mutter eine SMS zu schreiben. Ich wollte sie bitten, mich auf eine andere Schule zu versetzen. Vielleicht würde ich dort mit jemandem Freundschaft schließen. Ich konzentrierte mich auf das Tippen der Nachricht, als ich plötzlich einen sehr starken Ruck spürte. Ich fiel fast hin, aber das war nichts im Vergleich zu dem, was dann passierte. Archie riss sich von der Leine los und rannte wie ein Verrückter auf den blinden Jungen zu, der gerade die Treppe herunterkam. Ich war wie betäubt vor Entsetzen. Ich wusste, dass Archie ihn mit Sicherheit angreifen würde, aber plötzlich, anstatt ihn zu beißen, erstarrte der Hund auf halber Höhe der Treppe. Dann passierte alles wie in Zeitlupe. Der blinde Junge stolperte und begann zu fallen, hielt sich aber im letzten Moment am Rücken meines Hundes fest. Es schien, als hätte Archie gewusst, was passieren würde. Er hatte es nicht böse gemeint, ganz im Gegenteil. Er wollte helfen. Nachdem ich meinen Schock überwunden hatte, rannte ich zur Treppe, um meinen Hund zu holen. Es stellte sich jedoch heraus, dass der Junge gar nicht böse auf mich war. Außerdem bedankte er sich bei mir und lud mich ein, in der Mittagspause an seinem Tisch zu sitzen. Völlig überrascht stimmte ich natürlich zu. Und sehr bald wurde mir klar, dass die ganze Schule Zeuge dieses kleinen Vorfalls geworden war. Es ist vielleicht schwer zu glauben, aber jeder wollte danach plötzlich mit mir befreundet sein. Meine Hunde und ich
wurden plötzlich zu Helden. Ein wenig später fand ich heraus, dass der Besitzer von Argo und Archie ein blinder Mann war, dem sie früher geholfen hatten. Leider war er verstorben. Aber die Hunde haben das nicht verstanden und waren anscheinend wütend geworden, weil sie dachten, sie seien betrogen worden. So wurde mir klar, dass eine kleine Entscheidung das ganze Leben eines Menschen verändern kann. Ich hatte die Hunde geliebt, die von allen anderen aufgegeben worden waren. Und ich hatte geholfen, sie zu retten. Und sie halfen im Gegenzug dabei, mich zu retten. Schreibt mir in den Kommentaren unten, wie haben eure guten Taten euer Leben verändert? Ich werde eurem Beispiel folgen und vielleicht noch mehr Freunde finden.